Jill Stein war die Präsidentschaftskandidatin der Green Party bei den US-Wahlen 2016 und 2012. Sie ist Organisatorin, Ärztin und eine Verfechterin umweltfreundlicher Politik. In der Wahl 2016 war sie die einzige Präsidentschaftskandidatin, die ein Arbeitsbeschaffungsprogramm forderte, um gemeinsam die Klima- und Wirtschaftskrise zu lösen und ebenso die Entmilitarisierung durch eine auf Völkerrecht, Diplomatie und Menschenrechten basierende Außenpolitik. Sie war ebenfalls die einzige Kandidatin, die verhaftet wurde, weil sie die Dakota Sioux Nation beim Protest gegen die DAPL-Pipeline unterstützte. Nach den Wahlen 2016 startete sie eine Initiative zur Neuauszählung, die derzeit läuft, um eine mögliche Beeinflussung der Präsidentschaftswahl zu untersuchen. Meine Damen und Herren, Jill Stein. Es ist schön, Sie hier in München zu begrüßen. Ich dachte, die CIA würde Sie entführen, wenn Sie hierher kommen. Meine erste Frage bezieht sich auf Ihre Partei, die Green Party. Als ich vor ein paar Wochen in einer Bar war, ich bin kein Alkoholiker, nur um das nochmal zu betonen, ich war also in einer Bar und erzählte jemandem von dieser Veranstaltung und er wunderte sich. Was? Es gibt doch Grüne in den Vereinigten Staaten? Ich dachte, dort gibt es nur Demokraten und Republikaner, das heißt die Clintons oder die Bushs, mit Ausnahme von Obama. Also für unsere jüngeren Zuschauer und für alle Interessierten, könnten Sie uns die Green Party vorstellen? So the Green Party is the one national scale party in the US. Green Party ist die einzige landesweite Partei in den USA, die nicht von räuberischen Banken, Erdölkonzernen oder Kriegsprofiteuren finanziert wird. Sie ist die einzige Partei, die tatsächlich auf die Verzweiflung und die dringenden und wachsenden Bedürfnisse der amerikanischen Bürger eingeht. Und ich denke, das ist der Grund, warum man nicht will, dass man von uns hört. 45% der Amerikaner weigern sich zu wählen, weil weder die demokratischen noch die republikanischen Parteien sie und ihre Bedürfnisse ansprechen. Wissen Sie, das politische Establishment will eigentlich nicht, dass die Leute von der Konkurrenz erfahren. Ich wurde vor vielen Jahren dazu gebracht, für das Amt zu kandidieren. Ich war die ersten 50 Jahre meines Lebens unpolitisch, traute dem politischen System oder den Parteien nicht, weil ich nur die großen beiden kannte. Und dann kandidierte Ralph Nader und das war ein großes Erwachen für viele Menschen. Also Ralph Nader ist ein Anwalt für Verbraucherschutz. Er ließ Sicherheitsgurte einführen, rief Umweltbehörden ins Leben, die EPA, Environmental Protection Agency. Und er schrieb ein Buch mit dem Titel Unsafe at Any Speed, zu Deutsch etwa Unsicher bei jeder Geschwindigkeit. Und das Komische an der Geschichte ist, sorry, dass ich Sie unterbreche, dass als er dieses Buch schrieb, die großen Autofirmen sagten, und ich möchte Henry Ford hier zitieren, wenn wir einen Sicherheitsgurt im Auto haben, bricht die gesamte Autoindustrie zusammen. Denken Sie mal darüber nach. So denken die Leute. Er brachte also dieses wichtige Buch heraus, das zu Anhörungen im Kongress führte und gründete die erste landesweite Einrichtung, die sich mit Fahrzeugsicherheit befasst. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Ja, auch Arbeitssicherheit war sein Thema. Er gründete das erste landesweite Büro für den Schutz der Arbeiter und Sicherheit am Arbeitsplatz. Er war wirklich ein erstaunlicher Denker und Aktivist, der kandidierte und dann stigmatisiert wurde, weil er wagte, das System herauszufordern. Er war Mitglied der Green Party und das war die erste politische Kampagne, für die ich mich interessierte, weil sie anders war als die Kampagnen der Demokraten und Republikaner, die ihnen im Grunde genommen irgendwelche Dinge verkaufen wollen, nur um ihnen ihren Würgegriff aufrechtzuerhalten. Den Würgegriff der großen Konzerne Amerikas, der Kriegsprofiteure, der Banken und der Erdölkonzerne, all denen, denen sie dienen. Die Green Party ist das Gegenteil davon und ich wurde 2002 dazu gebracht, für die Präsidentschaft zu kandidieren und stellte fest, dass es wirklich einen sehr lebhaften und aufregenden öffentlichen Diskurs gibt, dass die Öffentlichkeit wirklich verzweifelt ist. Und seitdem habe ich die Partei als Institution weiter aufgebaut, eine Institution, die die Machtverhältnisse hinterfragen soll. Es ist sehr wichtig, dass wir soziale Bewegungen haben. Und letztendlich sind es wirklich unsere sozialen Bewegungen, die der Motor des Wandels sind. Aber wir müssen gleichzeitig die Macht in Frage stellen und unsere sozialen Bewegungen müssen zusammenarbeiten. Für mich zeichnet das die Green Party aus, dass wir Macht an vielen Fronten herausfordern können, da wir sonst geteilt und beherrscht werden.
Aber wenn wir über Themen hinweg, über Geografie hinweg, über Grenzen hinweg, über die Zeit hinweg als politische Bewegung zusammenarbeiten, dann werden sich die Dinge auch tatsächlich ändern. Ich dachte neulich über ein Zitat nach und ich weiß nicht, von wem es stammt, aber diese Person sagte, dass, wenn die Leute, die nicht gewählt haben, eine Stimme hätten, dass dann alle Parlamente leer wären, die meisten von ihnen. Denken Sie darüber nach. 45% der Leute haben in den Vereinigten Staaten nicht gewählt. Und hier komme ich zu meinem nächsten Punkt. Es gibt eine Studie aus Princeton, die vor ein paar Jahren herauskam und über die Vereinigten Staaten als Oligarchie sprach. Dann gibt es diesen Politikwissenschaftler Thomas Ferguson vom Institute for New Economic Thinking, der festgestellt hat, dass es bei Kongresswahlen eine starke Korrelation zwischen Geld und Stimmen gibt. Sie waren in diesem System. Sie haben 2016 und 2012 kandidiert. Können Sie uns von Ihren Erfahrungen mit dem System erzählen? Als ich zum ersten Mal kandidierte, geschah das aus absoluter Verzweiflung heraus. Als jemand, der in der Bewegung aktiv war, um Gesundheitsfürsorge als ein Menschenrecht zu etablieren, eine Reform der Wahlkampffinanzierung herbeizuführen und Big Money aus der Politik zu verdrängen, damit sich die Menschen wieder dafür interessieren. Dafür zu sensibilisieren, dass die Umweltthemen kritisch sind für unsere Gesellschaft und unsere Gesundheit und unser Überleben. Ich sah also, wie jede Bewegung erstickt wurde und als ich gefragt wurde, als Präsidentin zu kandidieren, da war mein Gedanke, das könnte ich sogar versuchen. Wenn nichts anderes funktioniert, kann ich in die Politik gehen. Und ich stellte fest, dass wir gehört wurden und es eine enorme Resonanz da draußen gibt. Das Volk ist bereit, diese Taugenichts loszuwerden. Weshalb die großen Medien Überstunden machen, um uns zum Schweigen zu bringen und die Opposition nicht zu Wort kommen zu lassen. Denn wir sind es, wonach die Menschen suchen. Bernie Sanders' Kampagne konnte zwar viele Leute erreichen, weil sie innerhalb des Systems arbeiteten, aber gleichzeitig hat das System sie sabotiert und diese Kampagne dazu benutzt, um eine richtige Revolte zu unterdrücken. Ich finde deshalb, es ist eigentlich klar, dass die Macht da ist. Und es ist nur eine Frage, wie wir uns organisieren, um sie zu nutzen. Und deshalb bin ich Activism so dankbar und Abby so dankbar und unabhängigem Journalismus so dankbar, weil wir die Menschen direkt ansprechen können und uns befähigen, diese Veränderung auch tatsächlich herbeizuführen, nach der sich die Menschen so sehen. Sie sprachen über die Medien. Ich habe gestern Abend etwas recherchiert und bin auf den Tyndall Report gestoßen, der die Berichterstattung der großen Nachrichtensender analysiert. Für das Jahr 2015 wurden 1000 Minuten Sendezeit ausgewertet mit dem folgenden Ergebnis. Trump erhielt 327 Minuten, Clinton 121 Minuten, Sanders 20 Minuten Sendezeit. Sie haben es leider nicht auf die Liste geschafft, aber das hier ist keine Preisverleihung. Wie haben Sie in dem Moment reagiert? Haben Sie versucht, die Kampagne anzukurbeln, Journalisten zu erreichen? Wir und insbesondere unser Pressesprecher Chris zum Beispiel haben Tag und Nacht gearbeitet, um Pressevertreter hierher zu bekommen. Ich bin mir sicher, wenn Hillary Clinton hier wäre oder Bernie Sanders, wären sie in Massen vor Ort. Einige Journalisten sind gekommen und das wissen wir zu schätzen. Aber zurück zu Ihrer Kampagne. Haben Sie etwas Bestimmtes unternommen? Dachten Sie über Strategien nach, wie man die Presse erreichen kann? Und wie war deren Reaktion? But getting back to your campaign, did you guys do anything? Did you guys think about strategies of how to reach the press and how was their response? Ja, ich kandidierte zum ersten Mal 2002. Die Strategie der Presse, die im Wesentlichen ist, politische Alternativen komplett auszublenden, zu einer Zeit während der letzten Wahl, als 75% der Amerikaner nach offenen Debatten verlangten, nachdem Clinton und Trump ja die unbeliebtesten und am wenigsten vertrauenswürdigen Kandidaten in der modernen Geschichte überhaupt waren. Die Leute schrien also nach etwas anderem. Und so muss die Presse sehr hart arbeiten, um eine Revolte zu unterdrücken. Die Revolte hat bereits begonnen. Diese Revolte geschieht jetzt und sie wächst jeden Tag und in den vielen Jahren, in denen ich an der Parteispitze gestanden habe und danach strebte, eine Politik der Integrität aufzubauen, um diese Hegemonie in Frage zu stellen. Ich muss sagen, die Bewegung wächst. Das System ist selbstzerstörerisch. Das Imperium erhöht die Einsätze, weil es den Halt verloren hat.
Wir haben ein Imperium, das am Rande des Abgrunds steht. Also ist es nur eine Frage der Zeit, wann und nicht ob dieses Imperium auseinanderfällt. Und meiner Meinung nach, je besser wir uns organisieren, je mehr wir tun, um Gruppen wie Sie und Aktivismus zu ermutigen, desto schneller werden wir durchbrechen und desto größer sind die Chancen, dass wir mit der Zeit erfolgreich sein werden. Denn eins steht fest, die Uhr tickt. Sei es das Klima, seien es Atomwaffen, die endlosen Kriege, Sparprogramme, Globalisierung und Finanzialisierung, die Aushöhlung unserer Volkswirtschaften, die Rassenkonflikte, der Krieg gegen Immigranten und so weiter. Wir sind im letzten Akt angekommen. An vielen Fronten ist dies der letzte Akt. Es steht also außer Frage, dass sich dieses selbstzerstörerische System, wie wir es kennen, im Endstadium befindet. Deshalb ist es für uns wirklich wichtig, alles zu tun, um uns auf die nächste Etappe vorzubereiten, in dem Wissen, dass wir die Fürsprecher für Klima und Wirtschaft auf unserer Seite haben und uns der mangelnden Nachhaltigkeit und Sittenlosigkeit dieses Systems bewusst sind. Dieses System ist ein sinkendes Schiff und es liegt an uns, so schnell wie möglich das Rettungsboot zu bauen. In der Kampagne haben wir alles getan, was wir konnten, die routinemäßigen Pressemitteilungen, Pressekonferenzen gehalten und so weiter. Aber die meiste Aufmerksamkeit erhielten wir eigentlich, wenn ich festgenommen wurde oder wenn mir mit Haft gedroht wurde. Während der beiden Kampagnen wurde ich 4-mal verhaftet. Als ich mich für andere eingesetzt habe, etwa für Menschen, die aus ihren Wohnungen geworfen wurden, für Hausbesitzer, bei Standing Rock und bei der Blockade der Keystone Pipeline. Das waren sehr wichtige Anlegelegenheiten und sich dafür festnehmen zu lassen, geschah zum einen aus Prinzip und war zum anderen auch eine gute Sache im Hinblick auf die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Nun, wir alle stehen irgendwann auf einer Liste. Chomsky stand auf Nixons Feindesliste, Abby war auf einer Liste, wie wir heute gehört haben. Sie stehen auf einer Liste und ich frage mich, wann ich auf einer Liste landen werde, was nicht verwunderlich wäre, weil ich dunkelhäutig bin. Ich denke, für die Amerikaner wird es nicht wirklich schwer sein, mir das Label Terrorist oder sowas zu verpassen. But getting to the next point, in the fall, and here we get to your list. Kommen wir zum nächsten Punkt. Dabei kommen wir auf Ihre Liste zu sprechen. Im Herbst 2017 unterstellte der Geheimdienstausschuss des Senats ihrer Wahlkampagne geheime Absprachen mit den Russen. Sie reichten die im April 2018 angefragten Unterlagen ein. Können Sie uns deutschen Zuschauern den Geheimdienstausschuss des Senats beschreiben und erläutern, warum er nun hinter Ihnen her ist? Wie jedes andere politische Organ hat auch der Senat verschiedene Ausschüsse für Außenpolitik, Finanzen, Arbeitswesen und so weiter. Einer ist den Geheimdiensten gewidmet, also für strategische Fragen, die nicht offensichtlich sind, die mit besonderen Recherchen verbunden sind und für die man das FBI oder die NSA braucht, um etwas herausfinden zu können. Wie im Gespräch mit Abby Martin erwähnt, hatten die Geheimdienste diesen Bericht veröffentlicht, in dem sowohl Abby als auch ich die Ehre hatten, genannt zu werden. Und wir wurden beide auf absurde Weise geehrt und sind zu sehr wichtigen Menschen aufgestiegen. Und ich weiß das sehr zu schätzen, aber das war völlig absurd. Unbegründet. Es wurde zum Beispiel behauptet, dass meine Reise nach Russland zu einer Konferenz, eine von RT veranstaltete Konferenz zu einem 10-jährigen Jubiläum, eine inhaltlich sehr interessante Konferenz über Medien und internationale Beziehungen. Es wurde also behauptet, dass meine Reise vom Kreml bezahlt worden sei und dass ich im Wesentlichen ein Instrument des Kremls sei, das Argumente aus dem Kreml verbreitet. Und es wurde auch angedeutet, dass meine Partei und ich geheime Absprachen gehabt hätten. Was absurd ist, und ich hatte konkrete Beweise dafür, dass das alles falsch war. Ich besitze Quittungen, die belegen, dass ich während der Reise alles bezahlt habe. Das zeigt, dass die Aussagen der Geheimdienste nicht korrekt sind. Es wurde behauptet, dass ich bezahlt wurde, aber in Wirklichkeit hatte ich Beweise, dass nicht Russland das alles finanzierte, sondern meine Wahlkampagne. Wie auch immer.
Das war im Grunde Teil einer laufenden Verleumdungskampagne, um mich als russischen Handlanger zu verunglimpfen, zu kriminalisieren und, wie Abby sagt, darauf hinzuweisen, dass alle Kritik am Militarismus oder an der Klimakrise, Proteste für Black Lives Matters und so weiter, dass das alles russische Ideen oder russische Argumente seien. Das zeigt, was hier wirklich läuft, nämlich eine sehr dumme Strategie, um die Menschen von den wirklichen Problemen abzulenken, die um uns herum passieren. Purely Russian talking points, which tells you what's really going on here. This is a very stupid strategy to try to distract people from the real issues that are going on in our lives. And so I was essentially accused. Ich wurde also beschuldigt, mit Russland unter einer Decke zu stecken. Ich habe dann daraufhin sämtliche Informationen über die Wahlkampagne bereitgestellt, außer eben, wenn es gegen unsere Bürgerrechte verstoßen hätte. Es ist nämlich so, unsere Verfassung besagt, dass die Regierung politische Organisationen nicht ausspionieren darf. Und sie wollten an interne Informationen kommen. Das ist nicht rechtens. Es ist also nicht so, als hätte ich spezielles Material gehabt, das ich nicht aushändigen konnte, sondern dass wir uns aus Prinzip gewehrt haben. Wir wollten uns nicht an diesem Angriff auf unsere bürgerlichen Freiheiten beteiligen, der überall stattfindet. Nehmen Sie den Datenschutzskandal bei Facebook, Cambridge Analytica, wo die privaten Daten von 87 Millionen Menschen weitergegeben worden sind. Das macht bis zu 2000 Datenpunkte pro Kopf. Dadurch werden Daten zu Munition und Menschen zu Zielscheiben von Informationen. Wenn unsere Wahlen beeinflusst werden, dann ja wohl auf diese Weise. Dass sich die Russen in unsere Wahlen eingemischt haben sollen, lässt sich kaum beweisen. Meiner Meinung nach ist die Frage nach der Einmischung in unsere Wahlen schon eine sehr wichtige Frage. Das ist ein weiterer Grund, warum ich kooperieren wollte. Tatsächlich sind die Indizien für russische Einmischung schwerwiegend gering, wenn man sie denen für die Einmischung seitens der großen Medien gegenüberstellt, die Donald Trump freie Sendezeit im Wert von 6 Milliarden Dollar schenkten, doppelt so viel wie für Hillary Clinton, weil er, ich zitiere, verdammt gut fürs Geschäft ist. Der Präsident von CBS sagte, ich weiß nicht, ob Sie dieses Zitat kennen, dass Donald Trump vielleicht nicht gut für Amerika ist, aber ganz sicher gut für CBS. Im Ernst, sollte so etwas über unsere Wahlen entscheiden? Er teilt das Land bereits, indem er sagt, dass Amerika etwas anderes sei und sein Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Ich meine, ist das nicht auch eine Form der Einmischung? Korrekt. Oder Einmischung von Oligarchen wie Robert Mercer, einem extrem rechtskonservativen Milliardär und Investor, ein Wall Street-Spekulant, durch und durch. Und einer der reichsten Menschen der Welt, der das Programm Citizens United finanzierte, das die Schleusen für unbegrenztes Investoren- und Firmenkapital öffnete und unsere Wahlen käuflich machte. Ein rechtskonservativer Milliardär sorgte also dafür, dass der Würgegriff von Big Money auf unser politisches System wieder verstärkt wurde. Das ist übrigens derselbe Kerl, der auch Cambridge Analytica finanzierte, die unsere gestohlenen privaten Daten zu politischen Waffen gemacht haben. Ist das etwa nicht Einmischung in unsere Wahl? So is that not interfering with our elections? It seems to me that this Cold War, let's put this seems to me away, the Cold War is back. Yeah? And you see that in Syria with 5 nuclear states. Der Kalte Krieg ist zurück. Durch Syriens Luftraum ziehen 5 Atommächte ihre Flugrouten. Russland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, die USA und Israel. Heute gibt es weltweit etwa 14.175 Atomwaffen. Davon sind 6.600 im Besitz Russlands und 6.450 im Besitz der Vereinigten Staaten. Der Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes wird immer größer und ich spreche nicht nur von den Vereinigten Staaten. Darauf kommen wir noch zu sprechen. In Deutschland wird gerade darüber gesprochen, dass Deutschland seine internationale Präsenz in den osteuropäischen Regionen verstärken müsse, dass wir nicht nur einen größeren Militärhaushalt benötigten, sondern auch Truppen aufstellen müssten, dass neue Straßen gebaut werden müssten und so weiter. Wohin führt diese Militarisierung und welche Auswirkungen hat sie auf unser soziales Gefüge? Ja, also Militarisierung ist unmoralisch, nicht nachhaltig, unhaltbar und muss schnellstens zurückgefahren werden. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Als
Pearl Harbor zu Beginn des Zweiten Weltkrieges angegriffen wurde, riefen die Vereinigten Staaten den Ausnahmezustand aus. Es dauerte 6 Monate, um diese Wirtschaft für den Krieg bereit zu machen. Nun, heute haben wir eine neue Art von Notfall, nämlich die Klimakatastrophe. Wir müssten eigentlich einen nationalen und internationalen Klimanotstand ausrufen. Und wir müssen die Rüstungswirtschaft endlich herunterfahren und auch auf eine grüne und friedliche Wirtschaft umstellen. Das könnte im Grunde genommen auch in 6 Monaten geschehen, wenn wir uns dazu entschließen würden. Das Entscheidende ist also... Ob wir nun über die Klima- oder den Atomwaffennotstand sprechen, unter diesen Waffen, die Sie erwähnten, waren übrigens 2000 von denen waren in den USA im Hair-Trigger-Modus. Bitte erläutern Sie. Im Hair-Trigger-Modus, das heißt, sie sind sofort abschussbereit. Das bedeutet, jemand muss nur den roten Knopf drücken. Zum Beispiel Donald Trump. Ja, zum Beispiel Donald Trump oder ein Betrunkener im Dienst. Ein betrunkener Affe. Ja, durch einen betrunkenen Affen zum Beispiel oder durch einen falschen Alarm. Es gibt viele Möglichkeiten, wie diese Waffen abgeschossen werden könnten. Wir sind wirklich am Rande einer möglichen Katastrophe mit all diesen Atomwaffen. Und noch einmal, in der Presse erfahren Sie nichts darüber, dass es eigentlich einen neuen Vertrag gibt. Ein globales Abkommen, das bei den Vereinigten Nationen von der Mehrheit der Nationen der Welt vorgeschlagen wurde, um Atomwaffen zu verbieten. Wir könnten dieses Abkommen sofort unterschreiben. Was auf der koreanischen Halbinsel geschieht, sollte überall auf der Welt geschehen, auch in Syrien und darüber hinaus. Das Entscheidende ist also, dass wir von der tödlichen, nuklear aufgerüsteten Wirtschaft wegkommen und übergehen zu einer grünen, nachhaltigen Wirtschaft, wodurch nicht nur mit einem Schlag die Kriegsgefahr reduziert werden würde, wir könnten auch effektiv gegen den Klimawandel vorgehen oder Kriege für Öl und Pipelines überflüssig machen. Wir könnten die gesamte Kriegsmaschinerie überflüssig machen, wenn wir unsere Wirtschaft und unsere Energieversorgung endlich umweltfreundlich gestalten würden. Ich erwähnte den betrunkenen Affen, weil ich ein Buch über Whistleblower gelesen habe. Darin geht es um Tests, die Bundesbehörden durchführten, um zu prüfen, wie gut Atomwaffenlager gegen das Eindringen von Terroristen geschützt sind. Die Erfolgsquote für das Eindringen in die Basen war beängstigend. Sogar ein betrunkener Affe hätte wohl in die Anlagen hineinspazieren können. In Großbritannien offenbarte ein Whistleblower, wie schlecht die Atomwaffensysteme in U-Booten kontrolliert werden. Ein betrunkener Affe könnte also eine nukleare Katastrophe auslösen. Aber nun genug davon. Ich möchte nun die Brücke schlagen zwischen dem militärisch-industriellen Komplex und dem Klimawandel. Auf The Guardian habe ich gelesen, dass Schätzungen zufolge allein das US-Militär im Jahr 2015 70 Millionen Tonnen Kohlendioxid freigesetzt hat. Drohneneinsätze und verdeckte Operationen zählen nicht dazu. Oil Change berichtete, dass durch den Irakkrieg in den ersten 4 Jahren 141 Millionen Tonnen Kohlendioxid freigesetzt wurden. Das ist mehr als 139 Länder zusammen produzieren. In the first 4 years, which was more than 139 countries. And then think about it this way, what the facts I'm reading. Media Matters did a study then. Stellen wir dem die Studie von Media Matters gegenüber, die untersuchte, wie intensiv die großen Sender wie ABC, CBS, NBC, Fox News im Jahr 2015 über den Klimawandel berichteten. Obwohl 2015 eines der heißesten Jahre war, gab es in dem Senderverbund für das Thema gerade einmal 50 Minuten Sendezeit. Ich will nicht schwarz malen. Können Sie kurz etwas dazu sagen und Vorschläge machen, wie man das Schweigen brechen könnte? Comment on these things briefly and also talk about how we can break the silence on this. I think it's really important to understand what it means. Ich denke, es ist wirklich wichtig zu verstehen, warum die Medien Themen wie den Klimawandel, Atomwaffen oder den Krieg im Jemen ausblenden.
Sie werden ausgeblendet, weil der öffentliche Widerstand so groß ist. Wie viele Umfragen haben denn gezeigt, dass die Öffentlichkeit beispielsweise die jüngsten Luftangriffe in Syrien befürwortet? Es gibt hier deswegen keine Diskussion über die öffentliche Meinung, weil man weiß, dass man die Antworten nicht hören will. Ich habe von einer einzigen Umfrage gehört, die im Vereinigten Königreich kurz vor den Angriffen in Syrien durchgeführt wurde. Die Zustimmung für die Angriffe lag bei 22%. Die Ablehnung war doppelt so groß. Und die meisten Leute wunderten sich darüber, was da vor sich geht und fragten, warum man überhaupt in den Krieg ziehen wolle. Es gibt also einen enormen öffentlichen Widerstand, der mobilisiert werden kann. Die Tatsache, dass wir uns ausblenden müssen und verschwinden lassen müssen, sollte als Zeugnis dafür angesehen werden, wie mächtig unsere Bewegung für die Menschen, für den Planeten und für Frieden vor Profit ist. Wir haben sehr starke Bewegungen an jeder dieser Fronten und wenn wir sie zusammenbringen, sind wir unaufhaltsam. Ich denke, es geht darum, dass wir nicht zulassen, dass man uns entmutigt. Denn das ist eigentlich ihre mächtigste Waffe, uns davon zu überzeugen, dass wir machtlos sind und die Hoffnung zu verlieren. Aber indem wir erkennen, dass auch wir Macht besitzen, erlangen wir auch Macht und können diese Macht nutzen. Die Medien spielen dabei eine kritische Rolle und ich kann nur dringend dazu raten, diese großartige Organisation von Activism zu unterstützen und sich zu beteiligen, sich in Graswurzelbewegungen für diese Themen zu engagieren, weil wir dadurch die kritische Masse erreichen werden. Die einzige Frage ist, wann? Das Imperium wird immer wieder stolpern und uns Chancen bieten, das zu bewerkstelligen. Deshalb ist es für uns wichtig, in Kontakt zu bleiben und in Zukunft zusammenzuarbeiten. Chris, get ready to receive a lot of emails tomorrow. We'll be working overtime, processing new applicants, but let's see how it goes. Chris, stell dich schon mal auf ein volles Postfach morgen ein. Wir werden ein paar Überstunden machen und neue Bewerbungen bearbeiten dürfen. Wir sind gespannt. Ich möchte mit Ihnen auch noch über die Lösungsansätze zum Klimawandel sprechen. Ich will die Grünen nicht verteufeln. Sie sind gut auf der kommunalen Ebene, in der Außenpolitik und in anderen Fragen schneiden sie nicht so toll ab, würde ich sagen. Sie machen mit bei der Dämonisierung Russlands und haben den Krieg im ehemaligen Jugoslawien unterstützt. Und auch die Lösungen, die Sie vorschlagen, gehen nur in Richtung Besteuerung von großen Unternehmen oder Straßenschilder, die das Verkehrsaufkommen reduzieren sollten. Solche Sachen eben. Exxon und Shell. Es gab vor kurzem diese Enthüllungen über Exxon und Shell. Sie hatten schon vor Jahrzehnten eigene Forschungen angestellt und jetzt gab es diese explosiven Enthüllungen darüber, dass sie über den Klimawandel und seine Konsequenzen Bescheid wussten. Was halten Sie davon? Sollten wir Lösungen von solchen Unternehmen abhängig machen, sie miteinander handeln lassen und zusehen, wie der Markt über das Klima entscheidet? Oder gibt es andere Möglichkeiten, um zu nachhaltigen Lösungen zu kommen, die den Verlauf des Klimawandels verändern könnten? Absolut, wir brauchen systemische Veränderungen und das bedeutet, dass wir Neoliberalismus und Raubtierkapitalismus ganz grundsätzlich mal hinterfragen müssen. Wir benötigen einen richtigen Systemwandel. Oberflächliche Veränderungen an den Randzonen werden nicht ausreichen und ich möchte anerkennen, dass die deutschen Grünen vor Jahrzehnten eine sehr wichtige Rolle bei der Initiierung der grünen Bewegung gespielt haben. Petra Kelly spielte eine wichtige Rolle bei der Formulierung der grünen Agenda. Und wichtige Teile dieser Graswurzelagenda waren Basisdemokratie von unten nach oben und soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit von unten nach oben. Leider haben die deutschen Grünen, nachdem sie es hier in die Regierung schafften und Teil des Machtsystems wurden, eine ein bisschen andere Richtung eingeschlagen. Also ich möchte ergänzen, dass ich bei den Grünen in Deutschland Menschen kenne, die mit der Parteiführung ganz und gar nicht einer Meinung sind. Daher möchte ich die Menschen ermutigen, sie noch nicht abzuschreiben. Unsere Partei sollte an ihrer Basis horchen und wir als Aktivisten können mitgestalten, wie diese Basis aussieht. Innerhalb der grünen Parteien auf der ganzen Welt hat es eine sehr starke Verschiebung nach links gegeben, die die deutschen Grünen nicht mitgemacht haben. Da sind zum Beispiel die linken Grünen in den Niederlanden, die jetzt die Nummer 1 in den städtischen Gebieten sind.
Oder die linken Grünen in Island, mit denen der Präsident jetzt koaliert. Im Laufe der Zeit kommen die Bewegungen für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit und die für das Klima, für radikale Klimapolitik, immer mehr zusammen, weil man keine gerechte Klimapolitik betreiben kann, wenn man sich nicht auch für wirtschaftliche, soziale und ethnische Gerechtigkeit einsetzt. Martin Luther King sagte einmal, wo auch immer Ungerechtigkeit geschieht, ist sie eine Gefahr für die Gerechtigkeit überall auf der Welt. Die Partei muss in all diesen Fragen für Gerechtigkeit stehen. Martin Luther King sagte auch, dass es keine Gerechtigkeit geben kann, solange wir in einem ewigen Zustand des Krieges leben. Und deshalb müssen wir die Kriegsmaschinerie stoppen. Also alle grünen Parteien der Welt bewegen sich in diese Richtung und ich hoffe, dass die deutschen Grünen das auch tun werden. Was konkrete Lösungen betrifft, so fordern viele der grünen ausgerichteten Parteien in den USA und natürlich auch die Green Party sowie viele Organisationen weltweit für einen grünen New Deal, der im Grunde ein Notfallprogramm ist, ein Arbeitsbeschaffungsprogramm, um solche Jobs zu schaffen, mit denen gleichzeitig auch der Klimakrise, der Wirtschaftskrise und dem Kriegszustand begegnet werden kann. Es soll ein grünes Energiesystem geschaffen werden mit 100%ig saubererer und erneuerbarer Energie, ohne Kernkraft, ohne fossile Brennstoffe, ohne künstliche Gase und so weiter. Und ein grünes Nahrungsmittelsystem aus 100% ökologischem Anbau und auch klimaverträglichere Landwirtschaft, die dazu beiträgt, dass das Kohlendioxid gebunden wird, sodass es Teil unseres Agrarsystems werden kann. Und daneben öffentliche Verkehrsmittel, die zu 100% mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Das alles kann innerhalb von 15 Jahren erreicht werden, wenn wir den Schwerpunkt darauf legen. Wenn wir unsere Wirtschaft in nur 6 Monaten für den Kriegseinsatz bereit machen können, dann können wir auch in den nächsten 15 Jahren unsere Wirtschaft entmilitarisieren, ökologisch ausrichten und diesen endlosen, katastrophalen Krieg für Öl endlich ein Ende setzen. If you could look in the future, wenn Sie in die Zukunft blicken könnten, was würden Sie sehen? What do you see? Ich sehe deutlich die kommenden Jahrzehnte des Kampfes. Wir befinden uns bereits in diesem Kampf, in den USA auf jeden Fall, wo die Hälfte der Bevölkerung an oder unter der Armutsgrenze leben muss und wo die Menschen chronisch krank sind. Das liegt nicht nur am mangelhaften Gesundheitswesen, sondern es liegt auch an Verschmutzung, an Stress und Arbeitslosigkeit. Das alles begünstigt chronische Krankheiten und hat zur Folge, dass fast jeder zweite Amerikaner an einer solchen Krankheit leidet. Dazu kommt noch, dass man sich keine Krankenversicherung leisten kann. Eine ganze Generation ist verschuldet. Ich denke, Amerika zeigt gerade, wo die Reise hingeht, wenn wir der neoliberalen Agenda folgen, die leider von immer mehr Teilen der westlichen Welt übernommen wird. Diese Verwüstung, die wir in Amerika erleben, setzt sich im Abbau der sozialen Absicherung nun auch in Deutschland und anderswo in der Europäischen Union fort. Wir zahlen die Rechnung für die Kriege, die neben all der Zerstörung auch die Migration großer Menschenmassen zur Folge haben. Man muss bedenken, dass aktuell etwa 63 Millionen Menschen auf der Welt auf der Flucht sind und das entweder innerhalb der Länder selbst oder aus ihren Ländern heraus. Also, wenn man das schon schlimm findet, dann warten Sie die nächsten 15 Jahre ab, was das Klima mit sich bringen wird, geschweige denn, was weitere Kriege mit sich bringen werden. Also, auf uns kommen Kämpfe zu und es ist sehr wichtig, dass wir auf sie vorbereitet sind. Wir können nirgendwo anders hin. Aber sobald man zu kämpfen beginnt, ist es ein extrem ermächtigender und erfüllender Kampf. Wissen Sie, ich selbst bin in die Politik gegangen, eigentlich aus Verzweiflung, da ich als Ärztin direkt mitbekam, wie schlecht es in Amerika, dem reichsten Land der Welt, um das Gesundheitswesen bestellt ist. All diese chronischen Krankheiten. Ich wurde politisch aktiv, als ich feststellte, dass das Bekämpfen von Symptomen eine hoffnungslose Angelegenheit ist. Man wird immer wieder sabotiert, ob es nun um das Klima, die Arbeit oder das Gesundheitswesen geht. Man ist gefangen im System. Es ist das System selbst, das geändert werden muss. Die Taugenichtse müssen rausgeschmissen werden und wir müssen uns organisieren, denn wenn wir das tun, können wir sehr mächtig sein.
Für mich macht genau das eine politische Bewegung aus. Es ist der Zusammenschluss über Probleme, über Zeit und Geografie hinweg, die eine kritische Masse erreicht und die Veränderung bewirken kann, die wir einfach brauchen. Um es mit Alice Walker zu sagen, der berühmten amerikanischen Dichterin und Schriftstellerin: Die meisten Menschen geben ihre Macht auf, indem sie denken, sie hätten keine. Wenn wir also beginnen, uns klarzumachen, dass wir diese Macht besitzen, dann können wir diese Macht auch endlich nutzen und sie so nutzen, dass wir damit beginnen, ein Amerika, ein Europa, eine ganze Welt zu schaffen, die für uns alle funktioniert und die die Menschen, den Planeten und den Frieden über den Profit stellt. Sobald wir uns zusammentun, um das zu erreichen, sind wir auf dem richtigen Weg. Also lassen Sie uns das tun. We're on our way. So let's make it so. Jill Stein, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Es ist eine Freude, Sie hier zu haben. My honor. Thank you. I'll see you soon. Later. Okay, so good. Thank you all so much. Thank you. Okay.